Ja, hallo, lieben Chris Heimschammer hier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Hamburg, Murnau und in Berlin. Lesen. Danke für die vielen schönen Bewertungen schon. Ist Special-Buch, aber wenn ihr wirklich mal in die Tiefe gehen wollt, warum, was ist eigentlich, also jetzt über mal toxische Beziehungen hinaus, was hat das eigentlich mit dem Ego zu tun, warum betrifft uns das alle, wo wollen wir eigentlich hin, was sind 5D-Beziehungen, viele lustige Seiten, Steps, ja. Und ansonsten geht, ich glaube, im nächsten Monat wieder auf jeden Fall eine Selbstliebe-Challenge los und ich meine auch die Manifestations-Challenge. Und heute startet der Resilienzkurs. So, wir haben eine Nachricht von Anankula und es geht ja wieder um Dating-Situationen oder Beziehungssituationen. In diesem Fall ja quasi problematisches Verhalten mit Social-Media-Apps und was glaube ich, was ich, ja, ich sag dahinter nochmal was zu. Genau, gehen einfach mal rein. Lieber Christian, ich bin Fangirl. Gut so. Das ist sehr gesund. Mein Problem, es gelingt mir auch nach 9 Monaten nicht, das allerletzte Energieband zu meinem Ex zu durchtrennen. Ja, ich hoffe, du machst, also wenn du schon von Energiebändern redest, auch den Modul 0, schön Bänder trennen, ne? Liebeskummerkurs und machst die ganzen Sachen, die da drin stehen, das ist echt wichtig. Ich muss den Mann nicht als Narzissten labeln oder die Beziehung als toxisch. Die Beziehung hat sich nach spätestens 1,5 Jahren für mich so ziemlich nur noch scheiße und nicht mehr als Beziehung angefühlt. Und ich beschäftige mich geradezu obsessiv mit den negativen Gedanken, Gefühlen und Situationen in dieser Beziehung. Ja, das ist immer das Problem, dass diese Beziehungen so viel Fragezeichen entstehen und dann ja, will unser Gehirn ist halt so, unser Gehirn will halt immer diese Gestalten schließen, ne? Möchte halt gern immer, sorry, möchte halt gern immer ja, einen Abschluss finden, ne? Dass es klar wird, und das ist gerade das Problem mit toxischen Beziehungen, versteht das Verhalten des Gegenübers oft nicht und das treibt das Gehirn so ein bisschen in Irrsinn, aber man kann dagegen angehen und kann sich sagen, hey, ich muss es einfach nicht verstehen, draufgeschissen und ja, es geht schon. Ist aber, erfordert echt eine Menge Disziplin. Gedanken, Gefühle und Situationen dieser Beziehung. Und ich kann mir noch nicht so richtig erklären, warum diese Negativ-Obsession, oh, das kenne sogar ich noch aus meinen toxischen Beziehungen danach, also vor allen Dingen aus denen, die ich früher hatte, dass man nur warum, also als man das Wissen auch noch nicht hatte. Das war völlig in so einer Schleife, warum wurde da dies geschrieben, warum da das nicht, warum wurde gelogen, warum danach wieder das, aber irgendwann muss man mal zu der Einsicht kommen, das ist einfach ein Irrsinn, toxische Beziehung und da wenn auf der anderen Seite jemand ist, der nicht ganz ehrlich ist oder irgendein anderweitiges Problem haben, wie wir hier glaube ich auch haben, ja. Ein Erklärungsansatz ist, dass ich mich wohl immer noch frage, ob ich mich überhaupt so fühlen und handeln durfte, wie ich gehandelt und mich gefühlt habe oder da total überdramatisiert habe. Ja, das denken die Pluspol oder die Menschen mit vielleicht co-abhängigen Anteilen ja immer gern, dass sie überdramatisieren. Dabei sind auf der anderen Seite ja häufig die Drama-Queens, nicht umsonst heißen diese problematischen Charakterzüge ja auch dramatischen Persönlichkeitsprobleme. Also das ist immer das Problem, dass dann die Minuspole, die würde ich sie einfach mal wieder nennen hier, die es aber auch sehr verschiedene gibt, aber hier in dem Fall dieser Typ Minuspol dann halt wahrscheinlich auch sagt, ja, du bist, was machst du für ein Drama? Also sei nicht so empfindlich, ist ja so ein Standardsatz, während du schon wieder riesen Bullshit ertragen musstest irgendwie, ne? Ja. Aber natürlich, also jeder, auch du, hast ein Recht auf alle deine Emotionen. Was man dann damit macht, ist eine andere Frage. Aber Emotionen dürfen wir haben, rauf und runter. Ne? Das sollte man auch nicht bewerten. Ne? Das hatten wir jetzt schon. Zwei negative Glaubenssätze von mir sind natürlich, du darfst dich nicht so anstellen. Ja, das ist ja einer der Co-Abhängigkeitsklassiker. Und zweitens, du darfst niemandem zur Last fallen. Auch das, absoluter Klassiker.
In einem Buch über Narzissmus eines Kollegen, Pablo Hagemeyer, ich habe es noch nicht gelesen, aber haben schon mal viele gelesen, las ich neulich Folgendes. Ich glaube, das ist nicht der, egal. Bezeugung ist etwas, das Traumatherapeuten für Opfer missbräuchlicher Beziehungen notwendig für Heilung erachten. Die Ungeheuerlichkeit muss erzählt und von anderen Menschen bestätigt werden. Ja, das kann ich nur 100% unterschreiben, damit die Opfer mit der Vergangenheit abschließen können. Fast denke ich, dass mein Problem in diese Richtung geht. Ich will mich hier nicht, will hier nicht bewerten, sondern schildern. Ja, du wirkst da sehr reflektiert, also alles gut. Und hätte gerne eine Antwort. Juri Gagarin, der Ex, ist ein Kollege von mir. Ich war jahrelang latent in den verknallt. Als wir beide dann gleichzeitig frei waren, habe ich mit denen geschnappt. Und bis auf kleinere Eintrübungen liefen die ersten Monate richtig toll. Das ist untypisch lange Zeit, dass es gut läuft. Ja. Ich war so verliebt, dass ich über kleinere Verletzungen weggeschaut habe, beziehungsweise rationale Erklärungen für sie gefunden habe. Ja, ich lese gerade so ein total spannendes Buch über diese biologische Seite von Beziehungen. Und da ist auch viele Forschungsergebnisse und da wird auch gesagt, dass, also man sagt ja so, Liebe macht blind, dass es aber nicht so ist, dass man das nicht wahrnimmt. Man schätzt es nur irgendwie als nicht so relevant ein, die Red Flags, die man sieht, ne? Also wahrnehmen tut man sie schon. Wobei, das ist ja, ja, gut, das ist ja, irgendwas ist natürlich immer, ne? Zum Beispiel erzählt er seiner Familie zunächst nicht, dass wir zusammen waren. Okay, das ist natürlich schon eine big fucking red flag. Okay. Alles klar. Ja, warum auch? Das, macht gar keinen. Wer soll das schon wissen? Also, wenn ihr sowas auf sowas stößt, das muss nicht immer bösartig maligne sein. Das ist auch häufig extrem bindungsängstlich, nur das macht alles nicht besser. Aber das, wenn jemand nicht. Wenn ihr in einer committeden Beziehung seid und jemand öffnet, also macht dann nicht nach, sag ich mal, 2-3 Monaten, ist das, wissen das nicht die Freunde und die Familie, ey, Leute, ey, lasst das sein, ey, das ist, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum jetzt, aber es ist selten was Gutes für das Gegenüber auf jeden Fall. Eieiei, das ist ja gleich ein Knaller, ja. Und verlegte das Datum unseres Beziehungsanfangs dann auf 5 Monate später. Das ist eine big fucking red flag. Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Eine sogenannte BFR, wie wir in Fachkreisen immer sagen. Also ja, das kannst du knicken, ey. Das erste richtige Weihnachten nach mehr als einem Jahr plant er ohne mich. Oh, boah, das ist schon der nächste absolute Mega-Knaller. Also ich sage ja immer wieder, ich meine, in unserer christlich-abendländischen Tradition ist nochmal Weihnachten irgendwie ein wichtiges Fest. Also egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Und das sage ich auch immer in der Paartherapie oder in meiner Paartherapie-Ausbildung, wofür ich könnte übrigens euch auch wieder anmelden für die neuen Ausbildungen, die Ende des Jahres losgehen. Ist wieder open. Alles finde ich auch auf liebische.de, glaube ich, so oben Reiter. Sage ich auch immer, wenn ihr mit Paaren arbeitet, so diese großen Tage, ne, Jahrestag der Beziehung, Geburtstage, Weihnachten, kann man immer besonders gucken und gucken auch Menschen, welchem Zustand die Beziehung ist, so, ne, und auch richtigerweise. Und wenn man da Scheiße baut, dann zieht sich das häufig lange hin und wird dann immer wieder aufgetischt, weil das dann einfach 10-20-fach zählt. Und aber das ist ja auch wieder ein, auch wieder eine BFR, Big Fucking Red Flag, weil das zeigt einfach mangelndes Commitment und wäre für mich ein absoluter Dealbreaker, ist auch eine der Sachen, mit der ich mal eine wirklich schwierige Beziehung beendet habe, als es auf einmal hieß, nee, sorry, Weihnachten bist du nicht dabei. Nach einigen Monaten Beziehung habe ich auch gesagt, ey, sorry, ohne mich so ein Dreck macht keiner mit mir irgendwie. Weil das heißt einfach auch mehr, es ist nicht nur, dass man nicht Weihnachten verbringt. Also das ist ja klar, wenn man jetzt im Krankenhaus liegt, kann man auch nicht Weihnachten verbringen. Oder wenn man eine Ölquelle geerbt hat, dann muss nach Saudi-Arabien, vielleicht kann man da mal Weihnachten nicht zusammen verbringen. Aber ansonsten, er hat häufig Hintergründe, die man gar nicht wissen will. Also es gibt ja auch Leute, ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben einfach eine komplette Zweitfamilie am Laufen, ne? Und da müssen der halt Weihnachten da anfahren und will ich da jetzt nicht anträgern oder so. Nur
Das ist nichts Gutes, ne? Das heißt ja auch nicht, dass man das ganze Weihnachten zusammen verbringen muss. Natürlich nicht, aber ja. Also ich meine, ich hätte auch schon Videos dazu gemacht. Also so wie man Weihnachten verbringt, sieht man auch häufig, welche Position man hat in der Welt dieses Menschen. So, ne? So, auf meine Frage, warum ich denn in seinen Plänen nicht vorkäme, sagte er nur, ich würde seine Familie ja nicht kennen. Oh, what the fuck, ey, sorry, ey. Das ist einfach so deviant, ey. Ja, das ist jetzt, ist ja ganz klar, also, das riecht sich eigentlich so auf, ey. Ich meine, du kennst meine Familie nicht, das kann ich nicht hier mitbringen. Und dann, ja, ich habe aber deine Familie noch gar nicht kennengelernt. Ja. Die Frage ist wahrscheinlich nicht geklärt worden. Meine wahren Probleme waren aber Social Media und Handynutzung. Beides ging mit dem ersten Lockdown durch die Decke und blieb dann da. Der Mann hat es geschafft, seine Followerschaft auf der Ponyhof-App innerhalb von anderthalb Jahren zu vervierfachen. Von mehr als 8.000 auf über 32.000 Follower. Also natürlich nicht die Ponyhof-App, aber gängige Social Media-App. So. Mit dem ersten Lockdown habe ich die Ponyhof-App das erste Mal, als für mich mein Beziehungsleben störend wahrgenommen. Da rief ich ihn Ostern an, ein viertelstündiges Scheißgespräch. Ich habe dann intuitiv auf der Ponyhof-App nachgeschaut. Während des gesamten Telefonats mit mir war er in einem Chat eingespannt. Ich schrieb ihm also, sag mal Juri, twitterst du eigentlich, während wir telefonieren? Seine Antwort, nein, würde ich niemals tun. Okay. Darauf ich, aber ich sehe doch, an den Zeiten auf der App. Seine Antwort, die Zeiten dort können wir, auf die kann ich nichts geben. Das ist ja genau, wenn immer Leute sagen, ich habe dich online auf der Dating-App gesehen und ach, das kann gar nicht sein. Oder mein Handy jetzt hier alleine eingewählt oder ich finde den Ausschaltknopf nicht, wusste nicht, wie man sich abmeldet. Der Briefkasten war zugemauert, wo ich die Kündigung reinstecken wollte. Ja, das, ich meine, du spürst es ja hier auch. Das ist einfach. Shady. Also in dieser Gesamtheit. Ne? Es ist immer so, wenn man sich so eine Sache rausgreift, kann schon sein, dass ich was in meinem Telefonat mal irgendwas checkt oder so. Also das ist aber, wir wollen immer diese Muster, aber das Muster ist definitiv da. Ne? Seine Antwort, für die Zeiten konnte ich nichts geben, die seien immer falsch. Nach circa einem Jahr Beziehung, in Anführungsstrichen, bezeichnete er mich auf der Ponyhof-App als Bekannte. Gott, das ist BFR hoch 2. Da kann ich mal drüber reden, ey. Auf meine verletzte Frage hin hieß es, er wolle mich damit schützen. Denn das ist Gaslighting des Grauens. Nennen wir in Fachkreisen auch. GDG, Gaslighting des Grauens. Gut. Ein paar Monate später folgte er einer neuen Frau. Ach, Gott, Leute, tut euch das nicht an, geht früher raus. Ich kann es mal wieder sagen, zumindest in Zukunft. Schnall dir deine Dealbreaker und Standards an, mach Modul 1, definier das alles für dich. Das ist wirklich, man kann gar nicht sagen, dass es 5 nach 12 ist. Das ist hier schon viel vor 4 irgendwie zum Rausgehen, wirklich. Unter seinem Account entspann sich eine Diskussion darüber, dass diese Frau etwas ganz Besonderes für Juri sein müsse. Wo sind deine fucking Standards? Alter Verwalter. Apropos, ich hoffe, wir sehen uns auf den Lesungen. Gibt's auch noch ein paar Beutel, fällt mir dabei gerade ein. Und es gibt auch noch ein Bootcamp in Hamburg. So, aber jetzt geht's mal weiter. Ich bin ausgerastet, das hat er mir übel genommen. Ja, das, du darfst natürlich, also das ist ja immer so, das ist jetzt schon richtig toxisch hier, man ist ja immer so, man, also wenn, man wird behandelt wie der letzte Dreck, das ist ja hier so, man wird behandelt wie der letzte Dreck und dann sagt man, ich möchte nicht behandelt werden wie der letzte Dreck und dann wird gesagt, bist du irre, das riecht sich so auf, irgendwie und oh, I hate it, ey, das kenne ich auch alles, schrecklich, 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 ey. Das macht einen echt wahnsinnig. Aber kannst du nichts machen. Also das ist. Ein Kinobesuch
verschlief er, kaum saß er im Wagen, ich musste uns eine Stunde nach Hause kutschen, postete er voll wach, was das Zeug hielt. Am Todestag des Onkels seines Hausmeisters postete er abends, wie traurig er den ganzen Tag gewesen sei. Ja, wenn das Leben nur noch auf Social Media stattfindet. Aber Social Media zieht Mensch, also sind ja viele von uns sind ja handysüchtig, ich nutze das auch zu viel, aber es zieht einfach auch Menschen an, also gerade mit diesem Kommunikationsverhalten, die Bindungsstörungen haben, ne? Also entweder zu viel Verlustangst oder zu viel Bindungsangst, da gibt es auch Forschung drüber, die wird beides lieben, es online zu kommunizieren, weil dann muss man sich nicht committen, kann Aufmerksamkeit generieren, vielleicht hat er auch ein Gehirn, was sehr Dopamin addicted ist und immer so was Neues braucht, das Ego braucht einen Push vielleicht, ne? Aber letzten Endes ist es auch egal, ne? Über Gefühle haben wir selten geredet, das wollte Juri nicht so gern. Wenn wir uns verabredeten, kam er und war oft keine 10 Minuten später erstmals wieder in seiner Chatblase. Ich musste ihn bitten, mich beim Reden anzuschauen. Jede kurze Abwesenheit von mir wurde genutzt, um per Handy schnell in die Blase zu schauen. Ja, ich kenne das tatsächlich also von ein paar, gar nicht, also häufig ist das jetzt nicht, aber ich kenne das von ein paar Therapien, wo auch teilweise eine Frau völlig Computer-Handysüchtig geworden ist über eine sind noch teilweise diese Online-Rollenspiele gewesen und so und da völlig verschwinden und dann so richtiges Suchtverhalten zeigen im Grunde genommen. Also das meine ich, geht, also es gibt ja jetzt, glaube ich, soweit ich weiß nicht, offiziell eine Online-Sucht, aber kein gesunder Konsum hier, das kann man, glaube ich, sagen. So, war ich zu lange im Zimmer anwesend, haute er mit seinem Handy aufs Klo ab. Zu unseren Dates kam er auch öfters zu spät. Nachdem er mir einmal die Aufrede auftischt, er habe sich auf dem kurzen Weg zu mir verfahren. Oh Gott. GDR, sage ich nur. Nee, GDG. Hat er mich da mal danach zumeist kurz angefunkt, um mitzuteilen, er käme zu spät. Grund war immer die Ponyhof-App. Wenn ich dann angesäuert reagierte, hieß es ohne weitere Entschuldigung, soll es jetzt den ganzen Abend so gehen? Ja, du darfst natürlich dich nicht beschweren, ne? Du musst alles machen, was er will. Beim Telefonieren entstanden oft längere Gesprächspausen, wenn ich fertig erzählt habe. Ich habe die dann irgendwann auch einfach entstehen lassen. Wenn er es selber merkte, sagt er schnell in die Stille hinein, ich lieb dich. Oh Schatzi, das ist echt total schlimm, was da auf der Arbeit passiert ist. Ich habe da einen Fehler gemacht und ich glaube, ey, die schmeißen mich einfach raus. ich liebe dich. Natürlich, du schreibst hier in Anführungsstrichen kurz, ja. Natürlich war er dann nebendran in seiner Timeline auf der Ponyhof-App, leugnet das aber. Ich habe es so gehasst, mit ihm zu telefonieren. Nachrichten von mir auf WhatsApp hat er öfter nicht zu Ende gelesen und wenn es rauskam, gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Ja, wir haben es die Lockdowns über nicht geschafft, mal einen ganzen Tag miteinander zu verbringen. Juri fand das okay. Ich kam mir vor wie eine nörgelnde Zwinkherrin. Du kannst echt schön schreiben, auf jeden Fall. Und als Störfaktor in seinem Ponyhof-Tag, weil auch vieles, dass ich vorstück einen Nein von ihm kam. Also ich glaube, du warst der Störfaktor, ja. Ich versuchte Aktivitäten und Urlaub anzubieten. Kaum waren wir irgendwo auf einer Städtetour schaute ich mir Sachen an, er stand abseits und ja, das, er ist da echt völlig addicted. Er ist ganze und das heißt auch, neben dem ganzen Ego und Problem und manipulative Kommunikation, was wir hier sehen, wirkt es so auf mich auch, als wenn er ja, Bestätigungs- und oder Social-Media-Suchtproblem hat und ist auch letztlich egal, müssen wir jetzt hier nicht. Aber auf jeden Fall führt auch allein das schon, dass, also wenn man jetzt mal auf gewöhnliche Süchte guckt, wenn jetzt jemand ein Alkoholproblem hat, also dann fangen die auch, also dann werden die Menschen auch in Anführungsstrichen narzisstisch, nicht im Sinne von Diagnose narzisstisch, sondern ja, fangen an, wissen wir ja alle, fangen an zu lügen, Ausreden zu finden und da kannst du nichts machen. Da kannst du nur Dealbreaker setzen und kannst sagen, sorry, ist für mich komplett inakzeptabel. Also entweder das würde ich auch immer raten, ne? Dann ganz klar wirklich volle Konfrontation, also entweder es läuft jetzt hier so und so und du gehst das mal an oder ich bin weg, ne? Also da jetzt so ein Retter, aber das machst du ja auch gar nicht, also ein Retterding zu machen ist auch falsch, finde ich, ne? Zum Schluss, als ich eine inhaltliche Grenze für Kommunikation mit Damen aufgezeichnet hatte,
Ja, aber gut, dass du da überhaupt mal mit anfängst, hätte schon viel früher machen müssen. Sagte mir, ich beeinträchtige ihn dadurch, dass ich mitlese. Das ist, als wenn er schon irgendwie mit einer im Bett liegt und rummacht und du kommst rein und er dann sagt, sorry, das beeinträchtigt mich hier jetzt, dass ich hier gerade fremd gehe. Aber man merkt schon, dass er kompletten Respekt vor dir verloren hat. Was nicht heißen muss, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Manche Menschen haben einfach, manche haben so einen Hass auf Frauen, manche haben Hass auf Männer aufgrund ihrer Kindheit und haben dann schon per se immer keinen Respekt. Da kannst du auch nichts machen. Aber insgesamt würde ich dir schon sagen, für die Zukunft, lass dir nicht so viel bieten, ne? Zweifel nicht an dir selber, ne? Du bist bestimmt ein toller Mensch und echt, also ich kann das hier bestätigen, das ist wirklich eine, ja, sehr toxische, dysfunktionale Kommunikation hier war und da hast du nichts verloren in so einer Beziehung, wirklich, ja. Hast was Besseres verdient. So, also ich beeinträchtige dadurch, ich mitlese beim Posten auf der Ponyhof-App. Er müsste sich jetzt überlegen, was er mit wem gemeint waren, ihr Frauen überhaupt noch schreiben könne. Was soll ich jetzt noch schreiben? Hinterher zensierst du mich noch, wenn ich hier Dickpics schicke, ey. Also wirklich, ey. So. Ich soll aufhören mitzulesen. So, ein Arzt von mir vergaß er zweimal hintereinander und war natürlich auch nicht dabei, weil woanders, ich bin mit ÖPNV hin und zurückgefahren. Ja, er ist einfach lost hier an dem Punkt, aber lass ihn seinen Weg gehen und ja, wo willst du denn hier was falsch gemacht haben? Also außer, dass du zu lange drin geblieben bist. Ne? Danach ist Schallberg Akku gegangen, weil ich echt Theater gemacht habe und gut, dass du es gemacht hast. Das wäre immer schlimmer geworden und du hättest immer mehr. Dass wir auch ins reale Leben der ist einfach komplett fucking illoyal, ey. Auch ein guter Fachbegriff, KFI, ey. Und er für sich den Eindruck gewann, er müsste mir hinterherlaufen, das wollte er nicht. Auf meine Frage, ob er mit mir zusammenbleiben wolle, warum willst du denn hier noch mit ihm zusammenbleiben? Ne? Und jetzt echt mal an der Beziehung arbeiten wolle, sagte er, wisst du das nicht? Ja, das ist ja ein Nein, ne? Daraufhin sagte ich adieu. Ja, du hast es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Das ist einfach nur zu lang. Aber also das nächste Ziel wäre jetzt, mach die fucking Kurse und das nächste Ziel wäre jetzt diesen Zeitraum. Natürlich wäre das Ziel auch jemand anderes Beuteschema, falls das ein Beuteschema ist. Aber manchmal ist der erste Schritt erstmal diese Zeitspanne mit Menschen, die einem nicht gut tun, runterzuschrauben. Ne? Und wenn man so auf 3-4 Wochen ist und das so richtig geschnallt hat, dann ist man auch bereit für andere Menschen häufig. Und das war's, dann habe ich alles überbewertet. Ich überlasse das mal den Zuschauerkommentaren hier. Aber ich meine, das Überbewerten ist einfach völlig off der Mann, ey, wirklich, ey. Und ist auch, ist einfach, also was hat das mit Liebe zu tun? Das ist einfach, wir sehen uns bald wieder, Leute.